Meine lieben Freunde, die neuen News zu Starfield, die hauen mich wirklich um, so sehr, dass ich euch unbedingt davon erzählen muss. Es war ja jetzt lange Zeit um Starfield etwas ruhiger und selbst bei den Game Awards 2022 haben wir nichts Neues zu Starfield gesehen. Dementsprechend war die Enttäuschung bei einigen sehr groß, die sich halt auf dieses Spiel besonders freuen. Bethesda und Microsoft haben aber bereits durchsickern lassen, dass es bald auch mehr zu sehen gibt. Bekanntlich ist aber auch das Wortrecht wichtig. Und passenderweise dazu gibt es ein neues Interview mit niemand anderem als den Lead Quest Designer Will Shen. Dieser Mann ist vor allen Dingen dafür verantwortlich, wie die Quests bzw. die Aufträge in Starfield designt werden. Er hat auch den großen Hut für die Hauptquest auf. Und was uns hier der gute Will in diesem Interview erzählt, ist auf jeden Fall ziemlich interessant, deswegen lasst uns mal reinschauen. Die erste Frage, die auch relativ häufig in der Community gestellt worden ist, war: Wird Starfield zufällige Begegnungen besitzen? Und wenn ja, wie komplex fallen diese aus? Zur Erinnerung, in den meisten Bethesda-Spielen gibt es zufällige Begegnungen, wie zum Beispiel in Skyrim, wo wir halt irgendwie Talmor-Agenten begegnen können, die uns dann halt angreifen, wenn wir versuchen, ihren Gefangenen zu befreien. Oder plötzlich tritt jemand in der offenen Spielwelt an uns heran, um halt uns eine Quest zu geben. Skyrim, aber auch Fallout, besitzen einige dieser Zufallsbegegnungen und sie sind immer recht unterhaltsam. Will Shen antwortet auf diese Frage, dass es selbstverständlich Begegnungen in Starfield geben wird. Allerdings sind diese deutlich komplexer als in vorangegangenen Bethesda-Spielen. Das Ganze erreicht nämlich nicht irgendwie ein neues Level, sondern wird gleich ganze 10 Stufen höher gehoben. Im Gegensatz zu der Elder Scrolls-Reihe, aber halt auch zu der Fallout-Reihe, gibt es nun in Starfield ganze Planeten, die natürlich irgendwie mit Leben eingehaucht werden müssen. Hierfür kommt neue Technologie zum Einsatz und einige wissen das bereits von euch, prozedurale Generierung ist hier das Stichwort. Damit ist ausdrücklich nicht gemeint, dass das ganze Universum zufällig irgendwie für die Spieler ist, sondern man hat das Ganze als Tool verwendet, um eine Map für alle Spieler zu erstellen. Diese Toolsets machen es für die Level-Designer viel, viel einfacher, spannende Welten zu kreieren. Direkt damit verwoben sind die Zufallsbegegnungen in Starfield. Wenn wir beispielsweise zu irgendeinem Außenposten auf irgendeinem Planeten gehen, kann es sein, dass es dort Mitglieder gibt, die eure Hilfe benötigen. Beispielsweise deswegen, weil ein Kamerad von ihnen von Piraten gekidnappt wurde. Schon müssen wir uns auf die Suche begegnen nach diesem gekidnappten Kamerad, zum Beispiel in einer Dungeon auf dem Planet. Das klingt doch erstmal ziemlich stark nach einer Quest, aber es handelt sich dabei um Zufallsbegegnungen. Und die können euch überall in Starfield passieren. Während uns früher in den Elder Scrolls, aber auch Fallout-Spielen irgendwie zufällig einer Person begegnet ist, sind es nun ganze Schauplätze in Starfield, die uns halt einfach begegnen. Das Ganze besitzt einfach eine viel größere Skalierung. Das beschwichtigt auch so ein bisschen die Sorge, dass die Planeten halt langweilig ausfallen. Wir haben hier zumindest gerade ein System vorgestellt bekommen, was auf jeden Fall recht spannend klingt und diese Planeten mit Leben füllt. Ich bin da schon ziemlich gespannt darauf, wie unterschiedlich die einzelnen Begegnungen ausfallen. Eine weitere Frage, die in dem Interview beantwortet wird, ist die Frage, ob wir unser eigenes Sternsystem bereisen können. In dem bereits veröffentlichten Gameplay-Material zu Starfield sehen wir nämlich das Soll-System, was unser eigenes ist. Und Will Shen sagt hier, dass wir tatsächlich die Erde besuchen dürfen. Das sogar relativ früh in der Hauptquest. Was genau mit der Erde passiert ist, lässt er jedoch offen. Ich gehe jedoch stark davon aus, dass sie nicht mehr der Planet ist, den wir heute kennen. Spannend dabei ist auch, dass es in unmittelbarer Nähe, nämlich auf dem Mars, ebenfalls eine Siedlung gibt. Und diese hat uns sogar schon der Gameplay-Trailer gezeigt, ohne es uns zu verraten. Er sagt, die Siedlung heißt Cydonia und auch hier können wir wieder verschiedene NPCs antreffen, die Probleme haben, die gelöst werden müssen. Und hier stellt sich so ein bisschen für mich und wahrscheinlich auch für euch die Frage, wie groß jetzt wirklich Starfield von den Verhältnissen ausfallen wird. Wird beispielsweise der Mars und die Erde, die wir besuchen können, genauso groß sein von den Verhältnissen wie die echte Erde und der echte Mars? Oder werden wir hier eine Art Miniatur erleben? Ich persönlich gehe hier eher vom Letzteren aus. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Planeten wirklich eine realistische Größe annehmen. Das wäre auch ehrlicherweise viel zu groß. Da reicht es vollkommen aus, wenn diese etwas kleiner sind. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weiter ging es mit einer Frage zu den Fraktionen. Kann man allen Fraktionen beitreten oder kann man sie gegeneinander ausspielen? Wird man in allen Fraktionen der Anführer oder wie sind diese genau aufgebaut? Hier erklärt Will Shen, dass die Hauptquest von Starfield so aufgebaut ist, dass sie uns möglichst schnell in die verschiedenen Systeme bringt, wo wir dann wiederum auf die größeren Nebenquests und Fraktionsquests stoßen. So wie auch in anderen Bethesda-Spielen
dient also die Hauptquest quasi als Einführung in das eigentliche Spiel. Wir können als Spieler allen Fraktionen beitreten. Das bedeutet im Umkehrschluss auch wiederum, dass wir die Fraktionen nicht gegeneinander ausspielen können. Das finde ich eine gute Entscheidung, denn es gibt viele Leute, die halt einfach alles mitnehmen wollen, wenn sie ein Spiel zocken. Dennoch werden die Fraktionen abwechslungsreich sein, denn wir können mit unseren Entscheidungen bestimmen, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln. Will Shen sagt dabei, dass wir nicht bei jeder Fraktion Anführer werden können. Finde ich persönlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, denn gerade in Skyrim, aber auch in den älteren Fallout-Spielen, war das eine ziemlich nervige Sache, die auf die Dauer die Immersion gestört hat, denn egal wo wir hingegangen sind, wir waren der eine Auserwählte. Soweit ich das beurteilen kann, ist das in Starfield nicht der Fall. Die NPCs, vor allen Dingen die Anführer der einzelnen Fraktionen, beziehungsweise die wichtigen NPCs, werden natürlich dabei auf unsere Entscheidungen reagieren. Gerade bei den Nebenquests, aber auch bei den Hauptquests in den vergangenen Bethesda-Spielen war das eher nur geringfügig der Fall. Hier darf man also besonders gespannt darauf sein, wie sehr Bethesda das Rollenspiel Starfield weiter ausbauen wird im Vergleich zu ihren vorigen Rollenspielen. Auch wird in dem Interview ein besonderes Augenmerk auf die Begleiter gelegt. Und in meinem Empfinden hat die jetzt Bethesda relativ häufig im Zuge von Starfield erwähnt. Bedeutet, dass sie ein wichtiger Punkt in dem Spiel sind. Und tatsächlich bestätigt das auch nochmal Will Chen bei der Frage, wie komplex sind eigentlich die Begleiter. In dem Spiel können wir nämlich eine Reihe von sehr besonderen Begleitern mit auf unsere Reise nehmen. Der Roboter Vasco wurde uns im Zuge dessen bereits einmal vorgestellt. Diese besonderen Begleiter, die sich deutlich von den generischen abheben, kommentieren unsere Handlungen, aber auch unsere Entscheidungen während des Spielverlaufs. Es gibt allerdings auch noch eine weitere neue Funktion, die hinzukommt. Wir können die Begleiter für uns sprechen lassen. So können wir zum Beispiel Vasco zu irgendeinem NPC schicken, bei dem wir halt eine Quest haben und er übernimmt für uns das Gerede. Das kann zum Beispiel dann nützlich sein, wenn man bei einem NPC nicht weiterkommt oder er einen nicht durchlässt. Dann können die Begleiter das Gespräch übernehmen und versuchen nochmal was herauszuholen für uns. Natürlich kann es dann schlechte oder gute Konsequenzen für uns geben. Dieser Punkt klingt, wie gesagt, sehr, sehr spannend, bleibt aber in dem Interview etwas schwammig. Klar ist, dass die Begleiter uns unterstützen werden mit den typischen Funktionen, wie man sie bereits aus Bethesda-Spielen kennt. Sie helfen uns im Kampf oder aber können auch Gegenstände aufnehmen. Auch können sie als Crew auf eurem Schiff dienen. Die letzte Frage dreht sich nochmal konkret um die NPCs und wie diese auf unsere Entscheidungen reagieren. Selbst in den Nebenquests von Starfield soll es so sein, dass die NPCs auf unsere Entscheidung reagieren und ihre eigene Meinung dazu haben. Auch bei der Hauptquest wird es entscheidend sein, auf welcher Seite man steht am Ende. Klassisch können wir darüber bestimmen, ob jemand leben soll oder sterben soll oder ob jemand sogar aus der Fraktion herausgedrängt wird, in der wir gerade eine wichtige Rolle spielen. All diese neuen Informationen finde ich mega interessant und ich muss sagen, dass sie mich wirklich überrascht haben. Sie decken sich zudem auch mit dem Gameplay-Material. Auf jeden Fall steigt bei mir die Vorfreude zu Starfield. Warum ich übrigens glaube, dass das Ganze ein großer Erfolg werden wird für Bethesda, findest du heraus, wenn du hier in dieses Video klickst.